Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digimon Masters Online. Bin gerade irritiert, weil die FPS wieder so runtergehen. Ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt da hier nicht. 15 FPS, ein bisschen wenig, oder? Alter Simulant hier. So, das ist mein Lager. Ich habe einiges Zeug hier drin. Und ich wollte gucken, dass ich mal ein bisschen was wegknall. Ich glaube, ich baller die mal weg. Und baller hier von mal. Ich hab jetzt hier diesen Slipen, den ihr da seht. Der übelst Energie frisst. Den, ich hab einen 5-5, also Stufe 5 von 5. Also das Höchste, was an einem Digimon geht, als Ei bekommen. Da war das Würmchen drin, das Kudamon. Die müsste ich eigentlich noch 5 Level höher machen. Oh, mein Hals, Alter. Und ja, eigentlich müsste ich damit jetzt leveln gehen. Und müsste den hochziehen. Dingen ist aber, dass das elendig ätzend ist. Wenn der erstmal 46 ist, dann macht er 4K Damage, dann kann der alles bis Level 50 alles one-hitten. Aber so aktuell ist es schlecht. Ich habe A, keinen besseren Ring. Hätte ich jetzt einen, der würde 2K Damage machen, würde ich sagen, ja, nice. Aber so muss ich erstmal gucken, weiß ich nicht. Ich bin aktuell. Ich kann es nicht sagen, Mann. Vielleicht müsste ich mal irgendwie 10 Ringe kaufen, A, 5M oder so, um da einen vernünftigen rauszukriegen. Ich habe nur Pech gehabt. Also ich habe ja, leider nicht so das Händchen dafür. So, wir laufen hier hinten mal in die Ecke und schauen uns mal an, was hier abgeht. Ja, die Stats von dem Viech sind irgendwie noch nicht so ganz schlüssig. Er hat hier richtig fett Angriff. Und ja, laut Wikipedia stimmt das ja alles nicht. Oder Wiki stimmt nicht. Also ist das ganz komisch. Also, ihr müsst ihn mal testen. Und bei ihm natürlich ist, er ballert hier echt ohne Ende Vitamine rein. Also ich glaube, das wird mein Main Food. 297 runter auf und zack, auf, ja, 11 braucht er oder 12 braucht er jetzt mittlerweile. Gut, wir fangen mal hier einfach mal an, ja. Und ballern mal hier eine Einserkarte raus, ohne das hier offen zu haben. Und gucken hier direkt mal. Zack. Und auch auf den. Ja. Und den kann ich halt relativ oft benutzen. Hier, den kann ich fast raus spammen. Wie man gerade sieht. Ja, das ist sehr schön. Eier sind immer gut. Eier sind immer 1 bis 10 Millionen. M, mega. 24, 4, 4. Also mal 8% macht er mit normalen Schlag. Ja, da brauche ich schon gar keinen Skill benutzen, weil er eben 800 Damage macht. Ja, 4, eine 8% mit einem normalen Schlag. Wenn er 8% mit einem normalen Schlag macht, macht er hiermit 12%. Wenn er noch 4000 macht, macht er damit, braucht er zweimal nur den Mega-Skill, glaube ich, den End-Skill, der hier noch kommt. Das hier ist auch die aktuelle höchste Stufe hier von. Irgendwie, das hier ist Sleipnir. Auch nicht oft zu sehen, also ist schon wirklich sehr selten, dass das jemand hat. Nur mit Glück aus einem Event oder man kauft es halt im Shop. Ja, jetzt habe ich hier Cooldown drauf. Es kostet unheimlich an Vitamine, aber das ist schon echt. Ja, ich weiß auch nicht. Müsste dann halt hier so ein Food oder so reinschmeißen. Das ist schon echt heftig. Ja, deswegen ist und bleibt hier der Seelensturm. Mein Starmon immer noch das Beste. Das ist echt komisch, echt. Also wenn du nicht 4K Damage auf einen Schlag machst, macht das echt kaum Sinn, ein anderes
zu nehmen. Weil er macht natürlich jetzt mit normalen Schlägen so viel Damage, dass du, wenn du keine Energie mehr hast, einfach weiterschlagen kannst. Nichtsdestotrotz brauchst du hier Potatoes, um den Balken da wieder voll zu kriegen. Jein. Man könnte natürlich sagen, oh, man kauft sich eine Aura und nutzt es dann. Mit dem Skill Aura bleibt es halt voll. Brauchst halt keine Energie. Aber das ist, ja. Ich selber, wenn ich kann keine Aura aus dem Arsch ziehen hier. Was da drin ist. Ach komm, kaufen wir mal. Kaufen, genau. Nehmen wir mal alles mit. Was haben wir hier in der Reward-Box? Gar nichts drin. Gut. Angeblich sollten wir eine Belohnung bekommen dafür, dass der Server irgendwie fünfmal abgestürzt ist. Das gab es auch irgendwie nicht. Gucken wir mal, Rechtsklick. Oh, nicht schlecht. Davon kann ich noch ein paar gebrauchen. So, Monster Guard Level 1. Knall raus, das Zeug. Ja. Zack. 82 auf 66. Ja. 14%. Aber der Skill geht ja. Der knallt ja so raus. Hä? So ein Viech rausgekommen? Mit dem Ei. Nö, gar nichts. Ah, was für ein Scheiß. Komm, gib mal hier ein. Wenigstens. Ah, verdammt. Also, hier die. Die auf Stufe 1, die geben mir. So ein Ei. Das ist natürlich schon ordentliches Wert. Die auf Level 2 eben nicht. Die geben dafür anscheinend Bosskarten. Also, das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe gleich keine Dinger hier mehr, wenn ich die ganzen Karten hier durchballer. Krass. Kann ja gleich mal eine Stufe 2-Karte nehmen. Ja, ein bisschen Fressen zurückholen. Ich wollte gerade sagen, ich spiele ja nicht so oft mit Zaun. Thanksgiving! Gibt wohl jetzt irgendwann auch noch hier so ein Digi-Clone-Event. Bin ja gespannt. Boah, ey. Ja, das ist gleich mit den Level 2-Karten wieder natürlich die Probe, ob ich das schaffe, alle vier wegzuknallen. Also, ich glaube, ich habe das höchste, was ich schaffe, ist drei. Josh Kiwimon. Kiwimon ist ja die Alternative zum Starmon. Wenn du die Idee nimmst, ist er ja auch direkt Level 25 in der Digitation. Ne, 11, standardmäßig. Auf 25 und 41 kann er digitieren. Und der hat zum Beispiel 1600 Damage auf dem Skill, plus jetzt hättest du in einem Ring 200 mehr. Ja, ist schon auf knapp 2k. Das ist dann im Endeffekt gesagt, ja, dann bleibe ich doch bei Kiwi. Hat aber halt vom Standardangriff halt da nicht so viel Damage. So, fressen wir mal hier wieder eine Runde. Ist ja gleich soweit. Gibt's denn hier wieder? Schon wieder diese scheiß Bomben hier, ey. Kannst du dich durch die Gegend teleportieren? Das ist ein Arsch voll. Ein bisschen spät gekommen, die Nachricht, oder? Aber die Chicken-Kombo, die brauche ich für Late Game. Am besten 10.000. So, Stufe 2. Ja, das geht aber. Zieh die mal alle zusammen, Mensch. So, sehr schön. Also. Ballern wir hier jetzt mal weg, was geht. Ja, aber das ist ja nix. Bleibe ich ja beim normalen Angriff. Das ist ja.
Oder? Ja, natürlich, ne? Guck mal, das ist skilltechnisch. Aber da schaffe ich auch nicht viel mehr hier. Ja, er macht mit dem Standard-Scheiß, macht er auf jeden Fall ordentlich Damage. Tja. Ja, wird knapp mit alle. Aber braucht man halt so einen fetten, weiß nicht, 5K, 10K Angriff. Ja, cool, das ist ja nix, ne? Das waren 12. 12% waren das jetzt. Elegmon, Digi, Giermann. Ja. Na, versuch mal dein Glück, du. Ach, da hinten ist ja noch einer. Pff. Na, siehst du mal, das ist. Ey, das 1400 gegen normale 800 Angriff ist eigentlich nichts. Das ist. Too late. Was waren das jetzt? Drei? Das ist also. Ja. Das willst du ja machen, ne? Machen wir auf jeden Fall noch. Guck mal, Gay ist auch gar nicht weitergegangen. Der nächste hätte ich gar nicht mal geschafft von der Zeit, ja. Ist leider so. Machen wir mal noch einen Einser. Ist aber auch die Sache, die man regelmäßig machen muss. Also ich habe ja echt ohne Ende Karten. Aber ich wollte eigentlich warten, bis der hier noch ein Level up hat. Also mehr, 5 noch. Bis er halt sein Spezialskill hat. Weil dann hätte ich nämlich immer mit diesem Skill immer Patsch drauf, kloppen, kloppen, kloppen und dann finish damit. Und das wäre dann schon sinnvoller. Am krassesten sind ja die AOE-Viecher, ja, die dann so ein AOE-Skill haben. Aber es gibt ja nur 5. Ich glaube, 5, 4 oder 5 Viecher, die AOE-Skill können. Gucken wir mal nochmal hier. Einser-Ei. Ja. Ich habe keine Ahnung. Da, hinter dir ist. Ja, cool, gar nichts mehr, oder was? Dein Schmarrn. Warum ist er nicht am Level? Ach, glaube ich aber nicht, ey. Krass. Also hier sieht man jetzt an des Balken, also ich könnte vielleicht 5 von den Digimons schaffen mit dem Damage. Ja gut. Ich gehe jetzt noch eine Stunde leveln. Ich glaube, der Buff geht hier bis 16 Uhr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im nächsten Video. Hoffentlich ist er noch 5 Level höher. Bis dann, haut rein. Ciao, Leute.